Hey Leute, was geht? MCU ist hier und ich präsentiere euch Folge Nummer 51 von Let's Play FIFA 15 Karrieremodus. Und heute das DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München. Wird ein extrem schweres Spiel. Haben uns ja schon oft begegnet in der Saison. So, wollen wir hier erstmal ein bisschen durchwechseln. Oh, Boateng ist wieder fit. Sehr gut. So, alles andere muss jetzt einfach passen. Bayern, ja, mit dieser sehr, sehr komischen 5, 3-2 oder 5-4-1 Taktik, wie man das auch immer bezeichnen will. Wollen wir uns doch mal angucken, mit wem Bayern jetzt spielen wird. Da ist der DFB-Pokal. Ich hoffe, dass Boateng heute eine gute Leistung bringen kann nach seiner langen Verletzung. Wollen wir uns doch jetzt mal die Aufstellung angucken, wenn sie denn jetzt mal kommen würde. Nee, ich glaube, die kommt jetzt doch nicht mehr. Hätte ich doch jetzt nicht wegdrücken sollen. Ja, auch egal. Ihr könnt es ja verfolgen, weil unten ja der Ticker läuft, wer alles spielt. Das kann ich jetzt nicht so gut machen. Und bin ich ein bisschen zu abgelenkt. Oh. Boah. Erste starke Parade von Fährmann. Hüntela kann sich durchsetzen. Boah, und das 1:0 durch Leon Goretzka. Da sah die Bayern-Verteidigung ganz schwach aus. Ja, dafür, dass wir fünf Mann hinten stehen haben, kann sich Goretzka einfach umdrehen und steht dann frei vom Tor. Gut gemacht. Oh. Oh. Okay, kein Freistoß. Schön abgefangen. Oh, wow. Böses Foul von Schweinsteiger. Abseits leider. Wow, und Hunde da. Holt wenigstens den Freistoß raus. Ah, das sieht nach der letzten Ermahnung für Martinez aus. Ah, 29 Meter. Ah, jetzt bewegt sich die Mauer. Ah, es gibt keine gelbe Karte. Ist bei anderen Mannschaften aber anders gewesen. Lass mal vor Fun schießen. Oh, ich habe ihn schon drinne gesehen. Der ging knapp am Tor vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob Neuer den bekommen hätte.
Wow. Oh, nicht gut, Robben. Oh, nein, 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 nein. Oh. Als Hünderler da allein gegen 5. Ah, ein Spiel, den Fehlpass. Atraxler holt ihn sich wieder. Boah. Wenn ich da mit Traxler ein wenig anders gelaufen wäre, hätte ich den Ball einfach abnehmen können. Oh, Kolasinac schneller als Gruppen. Ah, sehr schön gemacht von Goretzka. Ah, schade. Wow. Sehr schöne Flanke auf Huntelaar. Mal gucken, was die uns dieser Eckball bringt. Oh, ganz viel Verwirrung im Strafraum. Und ein Einwurf für uns. Ah, ganz schlecht gemacht. Er soll doch gar nicht dahin gehen. Ah, war Goretzka gut dazwischen. Macht bisher ein sehr gutes Spiel. Oh. Hackespitze 1, 2, 3 ist jetzt auch noch nicht so angebracht. Ah, Traxler kommt durch. Ah, das dritte Verteidiger war dann doch zu viel. Gut gestört beim Abschluss. Gibt Eckball für Bayern. Oh, 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 oh. Sehr viel Glück gehabt jetzt. Okay. Leider doch nichts geworden. Und jetzt Robben. Auf Lewandowski, der sich sehr weit zurückfallen lässt. Und jetzt Ribéry. Oh, ganz schlecht gemacht. Noch schlechter gemacht. Ein sehr, sehr dummer Seitenwechsel. Oder war es eine Flanke? Man weiß es nicht so genau. Ah, jetzt gibt es auch noch Freistoß für Bayern. Aber irgendwie müssen wir den Ball hier rausbekommen. Oh, damit geht es jetzt mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit. Wir müssen höllisch aufpassen, dass das Spiel jetzt nicht doch noch irgendwann kippt. Oh, Mannschaft sieht einigermaßen okay aus, außer Goretzka jetzt. Werde ich wahrscheinlich schon Eihan reinbringen. Oh, 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 oh. Ah, Schweinsteiger jetzt. Da kann man natürlich auch Robben stoppen. Einfach auf ihn werfen. Jetzt mal vielleicht Traxler. Ah, ne, Kolasinac ist durchgestattet, okay. Erklärt so einiges. Oh, müsste Freistoß geben. Ja, und es gibt die erste Gelbe im Spiel gegen Bastian Schweinsteiger. Nee, gegen Philipp Lahm. Okay.
Ah, Traxa ist nicht in Schussposition gekommen. Ganz schwerer Fehlpass. Amadib gut dazwischen. Sollte Hündela eigentlich den Pass zurückspielen. Mit dieser Trax war mal ein wenig Platz. Aber es macht abseits. Deswegen wollte er nicht zum Ball gehen. Ja, gut von Verfahren. Ah, da ist dann Boateng dazwischen. So, alles hier noch ganz knapp und sehr umkämpft. Oh. Nein, 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 nein. Oh. Wollen wir jetzt mal auswechseln? War verdammt knapp gerade. Dann springen wir Avdijay vorne rein. Vielleicht kann der sich eher durchwuseln als ein Hündeler. Sowas darf gar nicht passieren. Aber wir haben immerhin den Einwurf. Obwohl ich nicht gesehen habe, wann ein Bayern-Spieler da dran gewesen sein soll. Oh. Ja, das sollte auch nicht dahin gehen. Oh. Auf die Chai. Sehr schön gemacht. Gegen fünf Verteidiger irgendwie durchzukommen, ist extrem schwer. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Aber Höwe, das passt auf. Im letzten Moment, aber Boateng holt sich ihn zurück. Hat's Meier vielleicht mal. Kommt vorbei. Aber bringt den Pass einfach nicht durch. Ja, sehr gut dazwischen gegangen. Und Boateng kämpft um jeden Ball im Mittelfeld. Das habe ich einfach vermisst, ihn in der Mannschaft zu haben. Aber nicht gut gemacht. Aber sehr schön gemacht von Eihahn. Ah, der Pass. Nee. Da ist Dante einfach schneller als Avdijay. Boah. Wenn Eihahn den hätte annehmen können, wäre es ganz gefährlich geworden. Schade. Da ist ein zu schwachem Abschluss, um das richtig verwenden zu können. Oh. Oh nein, 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 nein. Boah. Gerade so ist da der Vorteil abgelaufen. Oh.
Nicht gut gemacht. Ah. Damit der Schlusspfiff. Wir holen uns nach einem sehr frühen Tor von Goretzka den DFB-Pokal. War eine hart umkämpfte Partie. Die Bayern hätte auch drehen können. Ja, da freuen sich die Fans und die Mannschaft. Diesmal ein paar mehr Fans als im letzten Spiel. Und jetzt geht's zur Siegerehrung. Ich finde es im Übrigen ein bisschen komisch, dass dass Deutschland einen dunkelhäutigen Verbandspräsidenten anscheinend hat. Also nicht, dass ich was dagegen hätte, aber es ist halt ein bisschen unrealistisch gerade so. Und da ist das Ding und Benedikt Höwedes kann als Kapitän das Ding in die Höhe ragen. Ja, es sind doch schöne Bilder, wie die Mannschaft zusammen feiert und sich freut. Und auch das Publikum voll abgeht. Ach, wieder ein sehr, sehr schönes Feuerwerk. Und hier noch ein schönes Mannschaftsfoto. Das war's, Leute. DFB-Pokal ist rum. Wir konnten ihn Gott sei Dank gewinnen. Das ist ein sehr, sehr knappes 1:0. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt schon ein bisschen Kohle mit eingespielt hat. So, 1,5 Millionen für den Gewinn des DFB-Pokals und 13 Millionen für den Gewinn der Meisterschaft. Damit hätten wir wieder ordentlich Kohle zur Verfügung. Ich hoffe, das bleibt auch für die nächste Saison und kommt noch ein bisschen mehr dazu. Okay. Das nächste Spiel wird dann das Champions League-Finale sein gegen Arsenal London. Bin schon sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Ich hoffe, ihr auch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja liken, kommentieren und ein Abo dalassen. Würde mich wirklich darüber freuen und auch wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Haut rein, bis dann, euer MCO.